Menschen der Generation 60 plus sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. Wieder andere sehen sich großen Umstellungen rund um das Älterwerden gegenüber. Aber alle eint die Frage, was kann ich tun für ein gutes Leben im Alter? Geben Sie die Antworten und erobern Sie die Generation 60 plus. Sie ist offen für neue Entwicklungen, plant strategisch und entscheidet qualitätsbewusst. Nutzen Sie dieses Potenzial und werden Sie Aussteller auf unserer Messe Ü60. Willkommen zur neuen Serie Ü60. Ü60 hat die Schnauze voll. Ü60 spricht jetzt zu Ü15, Ü25. Ü15, Ü25 von heute weiß alles, kann alles und rennt mit seinem Phone rum. Ich habe ja jetzt leider kein Phone, aber wenn das hier ein Phone ist, rennt die Jugend ja so durch die Gegend. So rennt die Jugend durch die Gegend. Ü15, Ü25, wenn das ein Handy oder so. So, wir Ü65 sagen jetzt, meine lieben Freunde, Ü15, Ü25, wir Ü60 sind nicht so, wie ihr glaubt, wie wir sind. Natürlich ist ein Großteil dabei, der nicht diese Elektronik kann. Aber Ü60, die aus der Welt der Elektronik kommt, würde ich jetzt mal nicht unterschätzen. So, Ü60, die neue Folge, wir sagen an Ü15 und Ü25. So, ihr rennt jemanden hinterher, so Ü15, ja, ich bin die Heilige, ich weiß alles besser. So, heute vor 13 Jahren, 2006, der Märchensommer. Da hatten wir 7 Wochen dieses Wetter, das wir jetzt im Jahre 2019 auch haben. Wir haben sehr oft dieses Wetter gehabt, 69, 79, in 83 so rum, war das auch ziemlich warm. So, da hat man nie von irgendwelchen Ozon und was weiß ich nicht gesprochen, obwohl da noch Industrie um uns herum war. Besonders 50er, 60er Jahre war die Industrie noch da und da waren die Sommer genauso wie jetzt und man hat wunderbar leben können, obwohl Ruß, ja, es war also rußig, es war staubig, es war dreckig, es hat aber alles funktioniert. Man kann natürlich etwas machen, man kann eine sogenannte Umerziehung machen, in, so aus den Märchenwelten, ja, des Kaisers neue Kleider, da klickt man heute drauf, geil, 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 ja. Man kann eine perverse Sache machen, geil, geil, geil. So, man kann also sehr extrem sein und Ü15 und Ü25 sind extrem, weil wenn ein Ü15 sagt zu einem Ü30, boah, ist die alt, hör mal, die ist 30, boah, ist die alt. Michaela Schäfer zum Beispiel ist 35, boah, ist die alt, ey. Die will mit 45 ein Kind kriegen, boah, hallo. Also bis 60 ist keiner alt. Bis 60 könnte man vieles machen. Über 60, 70 ist klar, bremst man ein wenig, aber in Wirklichkeit, und da fange ich an mit Ü60. Ü60 ist an sich viel besser drauf wie Ü15. Erstens hat Ü60 viel mehr Geld wie ein Ü15 und hat auch viel mehr Sachverstand wie Ü15 und kann auch so vieles machen. Leider nicht so wie Ü15 es gewohnt ist, mit seinem Smartphone am Ohr oder mit seinem Smartphone vorne durch die Welt zu gehen. Ja, auch da Märchen ohne Ende kann man da nehmen, Schneider Wibbel zum Beispiel oder Hans Guck in die Luft, ne? Ja, könnte man zum Beispiel nehmen für die heutige Jugend. So, ihr verteufelt Ü60. Für euch ist Ü60 das letzte, allerletzte. Ihr macht ja gerade mal 9 Jahre. Und wenn ihr nicht die Klappe haltet, werden wir euch in den Altenheimen quälen ab Ü70. Weißt du da Bescheid? So, also ein Ü60 muss sich eine Menge anhören. So, warum mache ich jetzt diese Sendung? Warum spreche ich in die laufende Kamera? Weil ich natürlich sehr viel hier erlebe. Also ich erlebe ja Ü1 bis Ü100. Ne? Und Ü1 ist klar, Ü3, Ü10, die schauen sich das hier an und fangen an zu heulen, wenn dann plötzlich da so ein Darth Vader um die Ecke biegt. Ne? Ich hatte gerade noch ein schönes Fachgespräch. Ich habe da mal wieder ein Roger statt kommen, sage ich, für 9,95. Also ich unterhalte mich sehr viel mit Fans im Bereich Star Wars. 42 Jahre Star Wars und viele versuchen der Ehefrau klarzumachen, warum sie diese Figuren dort sammeln möchten. Weil die Frau sagt immer, das ist das Spielware, ne? Das ist das Spielzeug.
Da muss man denen das dann erklären, dass der Ursprung Kenner, wo nur Kenner drauf stand und Kenner ist und auch wirklich aus dem Jahre 77, 9 und so weiter, dass das heute Geld kostet oder Geld bringen würde, wenn man eine gewisse Figur hat. Natürlich versuchen dann die Ehefrauen, dem Ehemann zum Geburtstag eine tolle Figur zu generieren. Kann ich leider nicht, weil ich ein Händler bin. Ich habe Massenware im Moment, weil die guten Sachen sind natürlich weg. Natürlich hatte ich sehr gute Sachen aus dem Jahre 70, 80, 90 hier. Ich habe auch einige 93er Modelle, 99er Modelle stehen. So, natürlich auch Einzelmodelle, 6 Inches, 12 Inches hier stehen, die ich manchmal gar nicht nach vorne hole, damit die Kunden ihn gar nicht sehen. Mittlerweile möchte ich das auch gar nicht mehr so verkaufen. Ich werde auch mal eine Inventur machen, alles auflisten, was noch da ist. Aber wie gesagt, heute, er war da, er kommt einmal im Jahr und kauft den halben Laden leer. Ist halt so. Ja, ist halt so. Manchmal sage ich, weißt du was, sag mir einen Preis, ja, 100, 500, 1000 und dann nimm mit, ne? Nimm, was du mitnimmst. Je nachdem, was er sagt. Wenn er 100 sagt, ist klar, kann er nicht allzu viel mitnehmen. Bei 1000 ist dann die ganze Wand leer oder was. Kann schon mal vorkommen. Also ich habe Spezialkunden als Ü60, das ist Ü40 und er trägt das auch zwischendurch und sagt, die Leute kommen darauf nicht klar. Ich verstehe es nicht, dass einer den Kylo Ren nicht versteht, die Ritter von Ren nicht versteht, also viele verstehen diese Kostüme nicht. Ja, sind extrem und so, also auf Deutsch, die neuen Kostüme versteht keiner. Auch ein Thor nicht in Blau, gucken Sie den an, was ist das dann? Fällt also auf. So, die Frage, Leute, die Frage, wer kennt sich überhaupt wirklich mit Star Wars aus? Wirklich. Und wie viel Prozent von diesen sind es? Weil hier kennen sich nicht aus. Sie kaufen zwar, ich gebe ihnen auch günstig, damit, wie gesagt, auch etwas haben. Die letzte Kennerfigur, wo nur Kenner drauf gestanden hat, wäre an sich, weil das ein Original war, sicherlich teurer, aber war ein Modell von 1999. Ein Roger Roger. So, ein Roger Roger aus dem Jahr 1999, heute vor 25 Jahren, haben wir Teil 1 promotet. Ich habe leider das jetzt fallen lassen, wenn ich Lust und Laune habe, hole ich es gleich wieder und dann könnt ihr euch das kurz ansehen, obwohl bei Instagram, und ich habe es sehr oft ja euch gezeigt, die Originalaufnahmen aus dem Jahre 1999 und wir hatten auf 250 Quadratmeter die Ausstellung und deswegen weiß ich die Wahrheit und nicht so die Wahrheit, Star Wars ist nicht so, wie ihr glaubt. So, alle Ü15 glauben ja, was sie glauben und in Wirklichkeit ist es noch nie so gewesen. Ein Ü60 darf es denen ja nicht sagen, weil sie denen das ja nicht abnehmen. Punkt. Hallöchen! Was darf es denn sein? Hallo! Menschen der Generation 60 plus sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. So, alle halbe Jahr ist Star Wars hier. Alle halbe Jahr wird hier richtig Star Wars eingekauft. Nicht ich, sondern meine Kunden. Stelle aber leider fest, dass die Kunden von Star Wars null Plan haben. Die kaufen alle halbe Jahr Star Wars Figuren für ihre Liebsten, denen sie eine Freude machen wollen. Großteil ist ja im Sommer geboren oder im Winter geboren. Und zwischendurch halt andere, die Geburtstag, aber die kaufen dann andere Sachen, wie DC oder Marvel-Figuren. So, Figuren sammeln, ob das noch in ist, weiß ich nicht. Und wie lange das noch in ist, weiß ich auch nicht. Ich bleibe jetzt bei der Sendung Ü60. Ü60 sagt an Ü15 und an Ü25. So, ihr habt da eure Idole bei YouTube aus der Firma Chu1. Ihr habt eure Idole in der Welt der Elektronik, Spiele, Games, aus der Firma WebDia. So, die versorgen euch mit Informationen, die versorgen euch mit Interpreten vor laufender Kamera. Ihr habt euren Renzo und Co., ihr habt eure Greta und Co., ihr schreit nach Umwelt, ihr schreit was weiß ich. Und dabei fragt man sich langsam als Ü60, wovon redet ihr denn, wenn schon ein Ü30 in euren Augen alt ist?
war mit 30, 35, so wie Michaela Schäfer, die sich da halt zurechtgebaut hat, als die Nackte zum Beispiel, ist ja in dem richtigen Alter. So, wenn sie wirklich mit 45 ein Kind bekäme, ist sie dann 55 und das Kind wäre dann 10 Jahre alt. Und wenn sie das dann alles so hinbekäme, wäre sie dann irgendwann auch eine Ü50 und dann hätten wir es. So, worauf will ich hinaus? Hinaus will ich, dass etwas nicht stimmt. Stimmt überhaupt nicht. Man kann nicht hergehen, einem Bauern seine Ernte zerstören und dann lauthals CO2 schreien, Umwelt schreien, demonstrieren, Aktivist sein. Irgendwas stimmt nicht. Also wenn ich Aktivist wäre, dann wäre ich auch so. Ich hätte Jutekleidung, ich hätte ein Fahrrad, ich hätte auch die entsprechende Wohnung mit ohne CO2. Egal, ich würde total alternativ leben. Ja, alternativ leben und sagen, hey Leute, ich bin so alternativ, dass ich das programmieren kann. Ich kann sagen, hey Leute, ich mag eure Sachen nicht. Ich mag keinen Kohleofen, ich mag keinen E-Ofen. Ja? Ich weiß zwar nicht, mit was du feuern würdest wollen, weiß ich nicht. Also ich schaue mir das Ganze an. Ich schaue mir diese 2019 Jahre an, was da so alles gelaufen ist. Und die Welt steht immer noch da. Ja, und so weiter. Wenn man mit Wissenschaftlern sich unterhält und die dann aus diesen Eismassen, die sie da gezogen haben, auf 13 Kilometer haben sie ja schon gebohrt. Ja, 13 Kilometer gebohrt und aus diesen 13 Kilometern sind die ganzen Jahre ja schon mal zu sehen. Und dadurch ist auch so schon mal aufgefallen, dass hier schon mal ein bisschen mehr los war und nicht von Menschen halt. So, warum die Jugendlichen wie 15, 25 so verblendet werden, weiß ich nicht. Ich kann auch die Wahrheit und nicht als die Wahrheit mal sagen, die dürft ihr mir dann aber auch glauben, weil es so ist. Wir leben in einem System des Outsourcing. Das bedeutet, eine Firma hat eine Buchhaltung und macht es nicht selbst. So, die Buchhaltung kommt aber durcheinander, aus welchem Grund auch immer. Wir haben Buchhaltung, die schreiben, sie haben nicht bezahlt. Da sagen wir dann, kann nicht sein, weil ihr die Nummer habt. 5 Nummern. Jetzt schreiben die zurück, ja, wir haben aber 13 Nummern. Ja. Wenn also der Hersteller die Ware zusendet, zum Beispiel bei Star Wars, da sind 5 Nummern. So, die stehen da. Da steht ein Preis. Also wird das eingescannt, mit so wie es ist, und es wird bezahlt. Die Summe, die da steht. So, und wenn dann irgendwann mal kommt und die sagen, sie können es nicht finden, ja, dann haben wir doch nicht den Fehler gemacht. Dann kann man uns doch keine Mahnung schicken. Wenn das hier eine Tasse ist, die heißt Tasse, und die hat die Nummer 32. So, die Tasse mit der Nummer 32 kommt, wird eingescannt und der Preis, der da steht, wird bezahlt. So, dann ist das erledigt. Dann kommt eine Mahnung, sie haben eine Tasse erhalten, sogar mit Namen, ja, und was weiß ich nicht, und dann eine Nummer. Toll. Wir heben das hoch mit Bild, da steht nichts, da steht nur Nummer 32 und eine Nummer. Und die schreiben natürlich, sie haben eine Tasse erhalten, Warm Hugs. Von Disney Frozen. Ja, Disney Frozen Warm Hugs. Ne? Ja, schön gut, stimmt, steht hier, aber bei uns heißt das gute Stück Tasse 32, Registriernummer, Preis. Aber so funktioniert das heute. Da braucht, ja, ist halt. So, zum Beispiel Telekom. Telekom schickt am 6.6. eine Rechnung, ihr bezahlt die am 9.6. und am 12.6. bekommt ihr schon die Mahnung. Wie geht das denn? Ja? Aber ist halt so. Vielleicht mache ich mal so eine Sendung über die Wahrheit. Nicht, dass die Wahrheit in der heutigen Zeit wird man nur noch belogen und betrogen. Die besten Freunde sind in Wirklichkeit deine besten Feinde, weil die alles von dir wissen. Ja? So, und deine besten Feinde sind deine besten Freunde, weil die alles von dir wissen möchten. Ja? So, zum Beispiel irgendeine Firma, die euch beliefert und ihr zahlt. Nachher heißt es, ihr habt nicht bezahlt. Dann stellt ihr fest, die Firma hätte gern, habt ihr aber gar nicht abgemacht. Ja? Da kommt ein Vertreter, und sagt, du kriegst pro Tag eine Tasse. Ja? So, brauchst die aber nur am Ende des Monats bezahlen. Ja? Okay. So, und dann
kommt die erste Rechnung von 30 Tassen sofort zu zahlen. Wieso sofort zu zahlen? Dann noch im Voraus, für die nächsten Tassen, die da kommen. So, und irgendwann sagst du, okay, bezahle im Voraus, damit Ruhe ist. Dann bekommst du die Rechnung zurück, weil du keine Tassen offen hast, somit auch keine Rechnung offen hast. Ja, dann ist das erledigt, hast das Geld zurückbekommen. Ein paar Tage später kriegst du wieder die Rechnung, damit du wieder zahlen sollst. Also, worauf will ich hinaus? In der heutigen Zeit ist das System total kaputt. So, die Telekom hätte gern ihr Geld, ist klar, sollen sie haben, weil das dein Provider ist. Es ist dein Provider, mit dem arbeitest du. Du hast Magenta MLXL und du bekommst es. So, ich habe hier einige Kunden, denen wurde zum Beispiel Magenta M verkauft. Nur Magenta M läuft nicht. Also gibt der Kunde das zurück. Der Kunde ist aber leider 80 und versteht das Ganze nicht. So, dann will die Telekom natürlich weiterhin Geld haben, ist klar. Und dann sagt der Kunde, wieso, ich habe da alles abgegeben. Dann ist die Telekom sehr raffiniert und sagt, ja, sie haben alles abgegeben, das ist richtig. Es ist aber nur die Geräte, nicht der Vertrag. Also man muss sehr schwer hinterher, ob nur 3 Tassen pro Tag eine Tasse, 30 Stück im Monat. Du musst aber erst dann bezahlen. So, und plötzlich kriegst du eine Rechnung und du sollst jeden Tag bezahlen. Jeden Tag eine Tasse bezahlen. Es war nicht abgemacht. Es war abgemacht am Ende des Monats 30 Tassen zum Beispiel. Oder die wollen im Voraus 90 Tassen im Voraus bezahlt haben. Dann machst du das sogar, zahlst im Voraus, ja, dann sagen die, stopp mal, sie haben noch gar keine 90 Tassen, somit haben sie auch keine Rechnung bei uns auf. Ja, kriegst also das Geld zurück. Dieses System, worin wir leben, ist 1a durchdacht. Jeder Buchstabe hat seinen Regress. Jeder Buchstabe kannst du anklagen, beklagen und bekommen. Es gibt so Sachen, so wie heute. Der Kunde hat heute ein Gespräch bei Gericht. Der Richter hätte richten müssen. 5 Minuten davor ruft aber der Anwalt an und sagt, weißt du was, ich gehe da nicht hin, ist mir zu warm. Ja, sie gehen also als Kläger auch nicht hin. Als Beklagte, Entschuldigung. Sie als Beklagte gehen da auch nicht hin. Ich kann nur sagen, keine Ahnung, was die Anwältin davor hat, weil es ja alles geklärt. Der Tag ist geklärt, ja, das Thema ist geklärt und an sich ist jetzt die Beweispflicht und die Beweiswertigkeit angesagt. Keine Ahnung, nennt man dann Versäumnis. So, derjenige kriegt jetzt ein Versäumnisurteil. Die Anwältin meint, okay, das machen wir. Sie zahlen auch, was an sich der Kunde nicht wollte, weil er gar kein Kunde war, aber egal. So machen die Anwälte das. Also versäumen das, ich habe keine Lust, ist mir zu warm heute. Versäumnisurteil, du musst zahlen und dann möchte dann doch der Anwalt daraus eine Schadenersatzklage machen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ist auch eine spannende Geschichte. So, das ist jetzt sozusagen die Anmerkung für die neue Serie Ü60. Alle, die Ü60, Ü70, Ü80 haben an sich nichts falsch gemacht. Nur sie haben kein Interesse für die sogenannte Jugend von heute, die keine Interesse haben an Ü60 und vor allen Dingen nicht Ü80. Also Jugendliche von heute, Ü15, ist ja schon ein Ü30 zu alt. Ist kein Scherz, ja. Ihr müsst mal, Emma, die ist 30, ist die alt. Ja, dann war das eine Antwort von einer Ü16, 17-Jährigen, die sagt, die sind ja schon so. Ich meine, ich muss schon schmunzeln, wenn man in 13 Jahren 30 wird. Also 13 Jahre braucht man, dann ist man 30 Jahre, also ist schon eine lustige Geschichte. Das ist genauso wie Michaela Schäfer, wie gesagt, die in 10 Jahren unbedingt Mutter werden will. 5 Jahre später ist sie schon eine Ü50 und das Kind ist dann 5 Jahre alt. Wenn sie dann Ü60 ist, ist das Kind 10 Jahre alt. Also, keine Ahnung, was das für eine New Generation hier werden soll. Wie gesagt, die Ü60-Geschichte, da werde ich mir noch was einfallen lassen. Ich bin dann Ü60. Das Maul, das Vader. Also heute ist 25 Jahre, Ü25. Erster Teil von Star Wars. Ja. Jar Jar Binks, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und Darth Maul. Ja. Darth Maul an sich eine Randfigur, aber bis heute in den 25 Jahren
schon die richtige Figur. Qui-Gon Jinn an sich eine tragische Figur, die auch nachher verstorben, aber in anderen Sachen wie bei Rebels als Machtgeist kommt. Denkt bitte dran, dass die Filme anders sind, dass das Storyboard ein anderes ist. Ich habe, wie gesagt, heute sehr viele Star Wars Sachen heute gehabt. Es war richtig schön, wieder analog mit den Leuten im Bereich Star Wars zu sprechen, zu philosophieren und ihnen zu helfen, etwas zu bekommen, um denjenigen zu beschenken, dass der da sich freut. Ist nicht so einfach, weil ich habe leider nur Menschen, die sich da nicht auskennen. Und ich möchte aber, dass die eine Freude demjenigen machen, der sich auskennt. Und das ist nicht so einfach. Ich bin gespannt hier, also ich werde heute sehr, sehr viel 60 plus wieder los. Sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. Letztens kam er vorbei, gibt mir 500 Euro und sagt, ich hätte gern. Ja, sag ich, nimm mit und tschüss. Na? Ja, das kann heute auch passieren. Dann wird das hier sehr traurig aussehen. Dann habe ich nämlich die Wand leer. Ja, zum Beispiel. So. Dass das natürlich viel, viel, viel mehr wert ist, weiß ich. Ich habe auch gerade der Kundin gezeigt, sehen Sie, die wollen heute 139,95 dafür haben. Heute. Ja, unter dieser Nummer. So. Und ich habe noch ein anderes Unikat, ein richtiges Unikat, ja, mit dem von 1993. Da steht nur Kenner drauf. An sich ist das sogar noch wertvoller, wenn man das irgendwo kaufen würde wollen. Ne? So. Dann habe ich ja auch Ware gezeigt. Da steht plötzlich 99,95. Also, ja, lesen Sie mal drunter. 67 Euro nur Verpackungsmaterial und 25 Euro für Porto. Dann rechnen Sie mal aus, wie teuer das Ganze wird. Ne? Zum Beispiel im Bereich Star Wars. So, ich mache die neue Serie, Ü60. Ich werde also alles erzählen, was wirklich ist, was wirklich war. Denn es kann ja nicht sein, dass im Jahre 2006, also 2006, wir ein Sommermärchen hatten, wo die Italiener dann Weltmeister wurden und wir den dritten Platz gemacht. Und alles war euphorisch und es war wirklich warm, es war hot, hot, hot. Keiner hat von Umwelt gequatscht, keiner hat von CO2 gequatscht, alles war euphorisch. Ich war sogar persönlich live in Köln dabei, wie Ghana gegen irgendeinen da angetreten war. Da habe ich halt die Karten für bekommen. Dann war Weltmeisterschaft Ghana auf dem Platz und es war richtig heiß. Ich saß wirklich in einem warmen Bereich, die Sonne schien. Also da schrie keiner von CO2, da schrie auch keiner ökologisch, was weiß ich, Umweltschutz oder was weiß ich. Also wenn ihr weiterhin hinter Ü15 herrennt, wie Greta, wir nannten das den Rattenfänger von Hameln oder das Tanzen um des Goldenen Kalbes oder halt des Kaisers neue Kleider. Also ich würde mal scharf drüber nachdenken, ob das alles wirklich stimmt, was ihr da lostretet. Und wie ihr es lostretet und warum ihr es lostretet. Eine Zukunft, meine lieben Freunde, gibt es nämlich nicht. Es gibt eine Sekunde laut Zeitmesser und das ist 50 zu 50, so oder so. Nichts anderes. Pro Sekunde hat jeder von euch die Chance 50 zu 50, 50 zu 50. Ist so. Egal was du machst, ob du vor der Kamera sitzt oder nicht vor der Kamera sitzt, ob du sprichst oder nicht sprichst, ob du einen Kaffee trinkst oder nicht trinkst. Ja, Frieden, kein Frieden. Krieg, kein Krieg, aber bitte nicht Krieg, Frieden, also lasst es sein, lasst es sein, also werdet normal, fangt an zu denken, ich weiß, Ü60, sie sind euren Augen scheiße, weiß ich, Ü70, Ü80 erst recht, aber wenn ihr so weitermacht, ich weiß nicht, das ist zukunftsschändend, ja, ist so, ich bin jetzt Ü15, ich kenne mich aus, ich mache einen auf Umwelt, ich will meine Jugend, ich will mein Jetzt, hä? Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Das ist das Zauberwort. Ü15. Fang mal an, nachhaltig zu denken und was Nachhaltiges zu konstruieren und was Nachhaltiges für alle auf den Weg zu bringen. Das macht Spaß. Aber ob das Ü15, Ü25 wirklich versteht, keine Ahnung. Die Serie wird lustig. Ü60, mehr soll ich nicht.
Menschen der Generation 60 plus sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. Wieder andere sehen sich großen Umstellungen rund um das Älterwerden gegenüber. Aber alle eint die Frage, was kann ich tun für ein gutes Leben im Alter? Geben Sie die Antworten und erobern Sie die Generation 60 plus. Sie ist offen für neue Entwicklungen, plant strategisch und entscheidet qualitätsbewusst. Nutzen Sie dieses Potenzial und werden Sie Aussteller auf unserer Messe Ü60.